Ich habe keine Lust mehr gehabt, dass ich in Städten sitze. Und irgendwann, wenn du die Augen zuhältst beim Essen, sagst du, okay, ich könnte jetzt in Kopenhagen sitzen, ich könnte jetzt in New York sitzen, ich könnte jetzt in Lima sitzen, weil ich esse immer das Gleiche. Die meisten Leute wissen ja gar nicht mehr, was sie essen. Das ist das Problem. Also ich habe vor 2 Jahren angefangen, mehr und mehr in die Richtung zu arbeiten. Und vor 1 Jahr habe ich alles umgestellt und mache einfach nur noch Produkte aus den Bergen. In dem Moment, wenn du dann anfängst, sagst du, okay, jetzt geht der Sache auf den Grund, und dann kannst du Geschichten erzählen. Das heißt, du kannst wirklich sagen, du, schau, ich war beim Bauern und der ist wirklich, der steht in der Früh auf und muss das Zeug da ernten, weil sonst wird es welk und hin und her. Wir waren uns nicht bewusst, dass man eigentlich so viel draus machen kann, und jetzt fängt es an, einfach richtig Spaß zu machen. Mit Harald arbeite ich sehr, sehr lange zusammen, aber richtig intensiv jetzt die letzten 3 Jahre. Er lebt es, das ist sein Leben, und man sieht auch, wie viel Herzblut er da reinsteckt und das wirklich so macht und einfach wirklich auf die Qualität schaut und die Qualität rüberbringt. Und eben auch mit seiner Familie, weil da an diesem Projekt bei ihm hängt seine ganze Familie dran, und deswegen macht mir das auch richtig viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Die Zutaten sind mittlerweile zu über 90% aus Südtirol. Deswegen muss man wirklich schauen, dass man hauptsächlich mit den Produzenten in Verbindung steht und dass man wirklich mit denen redet und gemeinsam die Qualität aufbaut. Ist ein Gemüsegarten vor dem Haus, eine Gemeinschaft? Im Prinzip erfindet man ja nichts Neues. Auch wenn man Käse veredelt oder wenn man ihn jetzt auch in Asche einlegt, das sind ganz alte Konservierungsmethoden. Und das ist eigentlich interessant, dass man wieder sehr, sehr viel auf solche alten Geschichten zurückkommt, wie zum Beispiel das in Heu einlegen, dann das bisschen affinieren mit verschiedenen Kräutern. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, man kriegt auch komplett neue Geschmäcker her. Mein ganzes Leben bin ich nur in der Welt rumgereist. Ich habe mit 22 Jahren das erste Mal in Amerika gearbeitet und war 1 Monat in einem Indianerreservat, habe mit den Hopi-Indianern gelebt. Und das hat für mich immer einen riesen Stellenwert gehabt. Und ich habe immer sehr, sehr viel gelernt von solchen Sachen, dass man immer offen bleibt und auch für neue Sachen auch zugänglich ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin jetzt kürzlich aus Peru zurückgekommen. Und das sind alles Sachen, wo du lernst. Und es ist im Prinzip, wenn man schaut, das ist lustig, die Bergkultur ist auf der ganzen Welt gleich. Durch das Karge und vor allem durch die Armut, die früher da war von der Bevölkerung, musste man einfach mit dem leben, was man hat. Das heißt, man muss im Sommer schauen, dass man Sachen konservieren kann, dass man Sachen einfach marinieren kann oder einlegen kann. Wir haben jetzt Pfifferlinge, die ersten, die wir gekriegt haben. Die werden jetzt fertig gemacht, die werden dann in Öl eingelegt für den Winter eben. Deswegen, wir müssen im Sommer schon sehr, sehr viel für den Winter arbeiten, dass wir im Winter genug Sachen da haben. Du brauchst 2-3 Jahre, bis du das ganze System im Laufen hast. Also wir kaufen Lamm, Kalb, Rind, Hühner, Schwein, alles im Ganzen ein. Und das wird dann hier verarbeitet, wird dann hier ausgelöst. Wir machen von jedem Produkt die Soßen, und die werden circa 3 Tage gekocht, bis man eine Sauce macht, also eine ganz klassische Küche eigentlich. Wir haben drüben extra einen Holzherd für Risotto zum Kochen. Südtirol ist für mich eigentlich immer wichtig. Mir gefällt die Art zu leben hier. Also heute ist es sehr, sehr viel Lebensqualität hier, unwahrscheinlich viel Lebensqualität. Aber auf der anderen Seite brauche ich genau das andere, dass ich reise und dass ich immer unterwegs sein kann, dass ich eben wieder mit neuen Eindrücken zurückkommen kann und dann eben hier auch meine Ruhe finde.